Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich bin mal wieder total in Form und meine Kumpels sind auch alle in Form und die stelle ich euch jetzt mal schnell vor. Aus der Bundesliga hat es der Olic geschafft und der Adler und dann noch der Kollege von Schalke hier, der Oshida. Da ist er. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne steht erstmal der Adler. Ja, der Adler hat sich mal wieder selbst getoppt als Inform. Hat 88 Hechten, 88 Reflexe, wird ganz klar die Nummer 2 sein hinter dem Manuel Neuer mit den Werten und die Karte wird bestimmt auch um einiges abgehen. Ja, dann haben wir hier auf der rechten Seite in der Verteidigung den Oshida von Schalke, ist auch kein schlechter, 82 Geschwindigkeit, 72 Verteidigung, 81 Passen, also für einen Silberspieler sind das schon ordentliche Werte. Ach, und 78 Dribbler natürlich noch. Ja, dann aus der Hellas League der Papadopoulos als Innenverteidiger. 82 Verteidigung, 83 Kopfball. Oh, würde ich mal so als mittelprächtig ansiedeln. Dann kommt der Heufeld. Wo spielt er denn? Bei Southampton, okay. Innenverteidigung. Als Silberspieler eine 80er Verteidigung, 81 Kopfball. Ist schon mal sehr, sehr, sehr geil. Allerdings ist er nicht ganz so schnell. 61 Geschwindigkeit nur. Wäre dann 70, wäre es bestimmt noch ein bisschen schöner, den zu spielen. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so schlechte Werte. Dann haben wir den Alfaro. Der ist rechter Flügelspieler. Komisch, wieso kommt der denn jetzt? Normalerweise sind wir in der Verteidigung erst. Ach, der wird wahrscheinlich im Mittelfeld aufgestellt sein. Okay, der spielt bei Malozza hier. Und 78 Schuss, 74 Passen, 71 Geschwindigkeit, 76 Dribbeln. Boah, für einen Silberspieler einen schönen Schuss hat er. Und ansonsten auch nicht verkehrt. Im zentralen Mittelfeld haben wir den Martin hier. Der hat 85 Pass immerhin, 83 Dribbeln. Ist auch flott unterwegs. Kann man bringen, den Kollegen. Spielt bei Lille. Als zweiten zentralen Mittelfeldspieler haben wir den Hugo Fiana. Der spielt bei Braga, hat einen 82er Schuss, 86 Passen, 80 Dribbeln. Boah, dann könnte man eigentlich mal auch als offensiven Mittelfeldspieler einsetzen bei den Passwerten. Und da haben wir einen anderen offensiven Mittelfeldspieler noch, den Bruno César. Ja, 85 Schuss, 79 Pass, 82 Dribbeln, 79 Geschwindigkeit. Der macht sich natürlich auch super auf der Position, spielt bei Al-Ali. Als Stürmer haben wir den Ibarbo. Er hat 92 Geschwindigkeit, 77 Schuss, 68 Dribbeln, 77 Kopfball, 73 Pass. Spielt in der Serie A, Herr Utemann. Ja, dann, wie schon vorhin erwähnt, den Olic haben wir hier noch als Stürmer. 81 Schuss, 79 Geschwindigkeit, 78 Dribbeln, 78 Kopfball. Sage ich mal, ist schon ganz solide. Mit dem Schuss ist er sogar einer der besseren Stürmer der Bundesliga. Wir haben ja irgendwie nicht so tolle Stürmer der Bundesliga, was den Schuss angeht. Die sind fast alle unter 80. Ja, dann haben wir hier Moff. Oh, das ist ein Name, da kann man sich auch die Zunge verbrechen. Das ist Moff Visani oder wie auch immer. Super schnell unterwegs, 79 Schuss. Ich glaube, das ist der Kollege, der einen Hattrick geschossen hat letztens. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der war das. Ja, ansonsten gar nicht so verkehrte Werte. Hier ist natürlich die Geschwindigkeit der entscheidende Wert scheinbar bei dem Spieler. Dann haben wir den Puglioni auf der Ersatzbank schon. Jetzt fangen die Ersatzspieler an. Das ist der Torwart. 77 Hechten, 80 Reflexe für einen Silbertorhüter. Ist das schon echt ein guter Wert. Der wird bestimmt für einiges gehen. Innenverteidiger haben wir hier den Okogu, der spielt bei Philadelphia, 78 Geschwindigkeit und 68 Verteidigung, 73 Kopfball für einen Bronzespieler, wirklich gute Werte. Aber ob der wirklich gut geht, ist eine andere Sache. Die Major League, die wird ja nicht so wirklich gefragt bei FIFA. Und als Amerikaner wird er wahrscheinlich auch in irgendwo groß in der Mannschaft auftauchen, aber trotzdem gute Werte. Dann kommen wir zum Townsend. Der spielt rechtes Mittelfeld, hat 88 Geschwindigkeit, 70 Pass, 79 Dribbeln. Ja, solider Spieler.
Der könnte vielleicht schon für ein bisschen mehr gehen. Der spielt ja bei den Queen's Park Rangers und englische Spieler sind ja immer sehr begehrt. Aber, naja, kann man bringen. Ganz schlecht ist er nicht. Dann haben wir Lansbury. Der hat 69 Geschwindigkeit, 70 Dribbeln, 71 Schuss, dann noch 74 Passen. Spielt als zentraler Mittelfeldspieler bei Nottingham. Und dann haben wir noch den Phillips als Stürmer auf der Ersatzbank. Der hat immerhin 77 Schuss und 66 Dribbeln, 75 Kopfball. Also im Schuss und im Kopfball ist er sehr gut, aber Dribbeln und Geschwindigkeit ist ein bisschen langsam, ehrlich gesagt. Na gut, er ist Silber. Er wird schon seine Abnehmer finden. So, dann kommen wir zu Amaury. Der spielt bei Parma, hat 88 Kopfball als Stürmer und 78 Schuss. Ist allerdings auch nicht der schnellste mit 56 Geschwindigkeit. Dafür kann er wenigstens dribbeln mit 84. Und dann kommen wir schon zum letzten. Das ist der Al-Sulm von Al-Attifak. Oh mein Gott, ich spreche ja die Hälfte der Namen wahrscheinlich wieder total falsch aus. 83 Geschwindigkeit, 70 Dribbeln, 63 Schuss, 63 Kopfball. Ja, schnell ist er ja, aber der Rest? Uiuiui. Ja, Freunde, hier jetzt kommt nochmal die Übersicht von den ganzen Kollegen. Hier sieht er nochmal hier unsere drei Bundesliga-Stars, der Adler, dann der Olic und der Ushida. Um 19 Uhr geht's los mit dem PAX. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Ziehen und sage Tschüss und bis bald.